meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns, meine Lieben. Wie ihr seht, bin ich hier mit meinen Töchtern Michelle und Lara und wir haben ein ganz besonderes Video für euch. Wir dürfen euch heute nämlich die vier neuen Pixidoo-Charaktere von Niki vorstellen. Und das sind sie, meine Lieben, die vier neuen Pixidoos. Wir werden sie euch gleich im Detail ein bisschen genauer zeigen. Und das ist Mali. Mali hat blaue Haare und ein richtig cooles, blaues, flauschiges Kleid. Dann gibt's hier die Piku. Piku hat mega coole Haare und zwar hat sie orange und gelb und ein richtig süßes, pinkes, flauschiges Kleid. Dann hat hier die Michelle die ganz coole mit den lilanen Haaren. Die heißt Sunli oder Sunli. Ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht. Und sie hat ein schwarzes, flauschiges Kleid. Wie ihr seht, haben auch alle mega coole, so weiß-schwarz gestreifte Strümpfe und auch Ärmel. Und dann gibt es hier noch die grüne, also die mit den grünen Haaren und mit dem grünen, flauschigen Kleid. Die heißt Bummy. Richtig, richtig süß. Und heute werden wir diese Pixidoos nachstellen. Wir haben uns im Vorfeld schon jeweils ein Pixidoo ausgesucht. Und zwar habe ich mich für die grüne entschieden. Und zwar die coole Bami. Lara, welche hast du? Sag mal. Die blaue. Die Lara hat die Nali. Nali, genau. Lara kann nämlich schon lesen. Und ich habe die Sunli oder Sunli. Ja, mit den lilanen Haaren. Und wir werden uns heute in die Pixidoos verwandeln. Das bedeutet, wir werden uns so schminken und so anziehen und zeigen euch im Anschluss dann, was es geworden ist. Sie haben auch richtig coole Tattoos hier und die werden wir uns gleich raufmalen, zeichnen. Bin auf jeden Fall gespannt, ob wir das richtig gut hinbekommen. Wer fängt an? Fangen wir mit der Lara an. Die Lara. Aber bevor wir jetzt anfangen, werden wir jetzt noch lostigern im Haus und uns das passende Outfit zusammenstellen und auch uns Make-up holen. Also, let's go! So, wir haben uns jetzt mal mit unseren Klamotten ausgestattet. Was ich im Vorfeld bestellt habe, sind ganz coole Perücken. Blau, grün und einmal lila. Aber ihr werdet natürlich das ganze Outfit sehen. Und wir fangen jetzt mit der Lara an und werden sie schminken und fertig machen. Komm, Lara, in die Mitte. Magst du deine Pixidoo schon mal aufmachen? Dann können wir sie... Warte, warte. Oh, da ist Sticker drin. Schaut mal bitte, wie cool diese Pixidoos ausschauen. Also sie sind, die Haare, die sind so flauschig. Fühlen sie richtig, richtig schön an, gell? Ja. Und in der Verpackung haben wir noch richtig cooles Accessoire gefunden. Und zwar gibt es hier einmal so ein Freundschaftsarmband mit dem Tierchen vom jeweiligen Pixidoo drauf. Das ist dann für die Lara, das kannst du dir auf deinen Arm raufgeben. Und dann gibt es auch noch so einen coolen Kamm für die mega schönen Haare. Die kann man dann so schön kämmen. Und dann haben wir auch noch so Tattoos gefunden. Die Tattoos sind richtig cool, weil die Tattoos hat das jeweilige Pixidoo dann tatsächlich hier auf der Stirn. Und das bedeutet, wenn wir uns das jetzt gleich nachschminken, dann können wir auch die Tattoos verwenden. Und das werden wir natürlich gleich machen. Ja. Ich krieg bestimmt eine Beule hier. Wieso? Lass den Kopf nach hinten. Ich glaub auf mein Auge. Wow. Wow. Himmel hoch. Das ist ja... Sieht gut aus. Ah, ich seh gar nicht. Passt. Das erste Teil, ist, das erste sitzt schon. Michelle, wir müssen der Lara jetzt das hier raufmalen. Thank you.
So, meine Lieben, die Lara ist mit ihrem Make-up schon mal fertig. Ja, wir dumm, ja. Genauso wie auch bei der Lara haben wir das coole Tattoo, was die Pixie Duo auf dem Kopf hat, hier gefunden. Und das werde ich gleich der Michelle ranmachen, während die Michelle noch ihre Pixie Duo von der Verpackung befreit. Die Pixie Duo mit den lilanen Haaren hat auf der Stirn einen Totenkopf. Den habe ich jetzt schon mal rausgeschnitten und den werde ich jetzt der Michelle auf den Kopf geben. Bitte schön, halt deine Pixie Duo. Ich würde mal sagen, Folie ab und let's go. Totenkopf ist schon mal drauf. Und jetzt werde ich... Da halt es. Michelles Make-up ist auch fertig und das zeigen wir euch natürlich dann wieder im Anschluss. Und jetzt werde ich von den Mädels geschminkt. Seid auf jeden Fall gespannt. Ich bin auf jeden Fall auch gespannt, wie ich aussehen werde. Hauptsache die Lara schaut schön aus und du und ich schaue aus wie mir. Hi. Oh mein Gott, das sieht gar nicht aus. What? Die Lara. Oh, die Baby. Komm, ich war. Da ist noch so ein Kind. So, meine Lieben, unser Make-up ist jetzt fertig. Wir werden uns jetzt noch schnell umziehen und dann zeigen wir euch das fertige Ergebnis. 1, 2, 3. Und fertig sind wir, meine Lieben. Schauen wir nicht wie richtig coole Pixie-Doos aus. Zumindest wie die großen Schwestern von unseren kleinen Pixie-Doos. Also, ich finde, wir haben das richtig gut gemacht. Die Pixie-Doo-Challenge. Wir schauen wirklich wie... Zwillinge aus. Wie Zwillinge, richtig, Lara. Schaut euch mal an. Haben wir das nicht gut gemacht? Pixie-Doo, Lara. Und ihr Pixie-Doo. Und auch die Michelle. Das Make-up haben wir auch richtig cool gemacht. Einfach toll. Und wir werden natürlich jetzt noch ein Foto von uns machen. Und schon machen wir mit bei der Pixie-Doo-Challenge. Und ihr könnt natürlich auch bei der Pixie-Doo-Challenge mitmachen, meine Lieben. Hierfür sucht ihr euch eins der süßen Pixie-Doo-Charaktere aus. Stellt das nach, so wie wir. Schminkt das nach, zieht euch ähnlich an. Macht davon ein Foto und schickt das an diese E-Mail-Adresse, die ich euch hier einblende. Der Gewinner gewinnt einen 150 Euro Warengutschein für den Online-Shop von Niki. Ist das nicht mega, mega cool? Also macht unbedingt alle mit und nutzt die Chance auf einen 150 Euro Warengutschein und dann könnt ihr euch die Pixie-Doos damit kaufen oder vieles andere. Schaut nochmal unten in die Infobox, da werde ich euch den Link reinpacken von der E-Mail und die Teilnahmebedingungen reinschreiben und schreibt natürlich auch gerne, welches Pixie-Doo wir am schönsten gemacht haben oder ihr am schönsten findet. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss! Tschüss.